Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen The Last of Us. Ja, unsere schöne Rundfahrt hier mit dem Auto ist leider vorbei, denn es gibt immer andere Menschen, die unnormale Arschlöcher sind und, ja. Die wollten uns natürlich grillen. Also ist unser Auto weg, die Menschen tot und wir sind zu Fuß weiter unterwegs. Ich pfeife! Oh gut. Noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Wir sollen zur goldenen Brücke. Klingt wieder viel leicht. Was war das? Ich weiß nicht. Ellie, Deckung! Wo hast du denn schießen gelernt? Ellie, runter! Mann, Scheiße. Du hast bei einem ganzen Schwarm nichts getroffen. Ich treff dich gleich. Wow, du bist ja echt sauer. Das sind nur drei, ja? Wenn du brauchst, helfe ich dir gerne damit. Lass mich in Ruhe. Wo sind sie denn? Die sollten hier sein. Die sind beim Highway unterwegs. Würde mich nicht wundern, wenn sie Eindringlingen begegnet sind. Das ist eine Goldmine, Glückspilze. Vielleicht können wir etwas plündern, während wir warten. Hier gibt's nichts. Gehen wir weiter. Ich hab nur drei Kugeln. Für drei Leute. Wollen wir? Trennen sich aber auch nicht, die Wichser. Scheiß drauf. Ich warte nicht länger. Lasst uns nachsehen, was die machen. Die machen den Scheiß jedes Mal. Ich schwöre, Mann. Wenn die uns schon wieder hinhalten. Ja? Was machst du dann? What's up? Ja, ich warte. Oder wir lassen sie einfach gehen. Total durchgeknallt, die Burschen. Versuchen ja einfach irgendwelche Raben abzuknallen. Ich glaube, sie sind weg. Puh. Oh, die machen mir Angst. Oh, ist die Stadt denn voll von ihnen? Oh weia. Zur Brücke ist es noch weit. Wir schaffen das. Natürlich schaffen wir das. Wow, wie seltsam. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen. Wir haben Troy Hill an das übelste Gesindel verloren, das je eine Waffe in der Hand hatte. Aber die Schweine sind schlau. Sie haben einen unserer Granatwerfer gestohlen. Wir hatten keine Chance. Zusammen mit dem Strip District genommen, kontrollieren sie jetzt den ganzen Fluss. Für den schwierigen Rückzug ist fast nur noch die Hälfte unserer Trupps übrig. Ich bete zu Gott, dass Jeremy und Pam noch leben. Sie sind auf der anderen Seite des Flusses stecken geblieben. Was sagst du? Warum wurde kein Essen verteilt? Manchmal gab's nichts mehr. Meistens behielten sie es selbst. In Boston war das nie so. Glaub mir, es passierte dauernd. In Boston war das nie so. Warum ist hier aber keiner? Schon ein bisschen komisch. Ich habe Hunter. Ja, ich auch. Sei einfach leise, solange wir noch hier sind, okay? Die ganze Nacht einbringen. Das hat das Gewalt expandieren können. Oh, ja moin, ich lauf genau in ihre... Ah, ja moin. Gleiche Scheiß. Naja, er sagt, jetzt, wo genug Leute auf die Ausgänge aufpassen, können wir uns ausweiten.
Und was genau wird uns das bringen? Ich weiß nicht. Für die Generatoren. Ich will einen alten Projektor reparieren. Das zwei oder drei? Filme anschauen oder zwei. So. Das wird nie passieren. Ich habe das Expansionsgeschwätz schon oft gehört. Sechs Stück. Und wenn wir es versuchen, werden verdammt viele von uns getötet. Ach, wer weiß. Vielleicht läuft es anders. Freu dich nicht zu früh darauf, Kleiner. So lebst du länger. Okay, die trennen sich hier scheinbar ein bisschen. Sagen, wie kann man so dumm sein? Er hat sich einfach bei uns versteckt und dann machen wir fast das Gleiche. Zeig dich. Guck, guck. Ach komm, leck mich da. Single! Okay. Noch zwei. Scheiße. Muss mal kurz. Dankeschön. Shit! Noch mehr hier, oder was? Himmel! Wie viele kommen denn hier, ey? Echt nicht feierlich. Warum kam der aber gezielt zu mir? Du wirst brennen!
Dafür bist du bezahlt. Oh mein Gott. Scheiße. Steckt hier noch was? Jawohl. Ein bisschen Munition sammeln. Schreib mich doch nicht so, du blöde Kuh. Ellie, wo sind die? Ellie? Hier sind die. Wo ist der Typ? Hier bin ich, Hase. Herr Gottschall! Dafür wirst du bezahlen! Ich bin Hitman, Alter. Ich bin Hitman. Aber hier war doch noch einer. Aber wo? Wo willst du hin, du kleiner Stinker? Wo ist dieser Typ, verdammt? Das war verdammt knapp. An den Rand des Universums und zurück. Ertragen und überleben. Wie bitte? Wieso kriege ich nichts von seiner Wumme? Starlight. Der Comic, den ich gelesen habe, das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Okay. Es waren wirklich einige jetzt. Aber war mal schön, gegen Menschen zu kämpfen und nicht gegen Monster. Die Menschen sind deutlich entspannter, sag ich mal. Als die Monster. Was ist denn das hier, eine Bücherei oder was? Mann, so viele Bücher. Ich dachte, das ist mein Klassenrucksack. Ja. Du liest also gern, hm? Wenn ich nicht vor Hunter und Infizierten wegmache? Ja, dann lese ich gerne. Wir müssen die Regale besser checken. Also gucken wir nochmal. Flasche. Ja, nichts, ja, nichts, ja, nichts. Nein. Und nichts. Nee. Okay. Machen wir etwas Stimmung. Bereit? Zwei Kannibalen essen einen Clown, sagt der eine. Schmeckt komisch. Ha. 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 Was ist das?
Ein Witzebuch. Witze und Wortspiele. Ein Witzebuch. Oh, wir stöbern hier unten nochmal kurz. Aber scheinbar sind hier nur Flaschen vorgesehen. Ah, guck mal einer an hier. Was haben wir hier? Oberst Mackenzie, Atlanta, Quarantänezone. Sir, nach 14 Monaten ist diese kleine Revolte zu einem Blutbad geworden. Wir haben zu viele Männer verloren und sind offen gesagt dabei, die ganze Zone zu verlieren. Wenn wir noch länger bleiben, werden wir alle getötet. Ich erwarte Ihre Befehle. Captain Mastros. Sauber. Und ich habe schon befürchtet, ich werde hier nichts finden. Sehr gut. So, Ellie, an. Sag mal, säuft die Alte jetzt oder was? Geht's hier weiter oder was? Ich dachte, ich habe jetzt Entdeckung des Lebens gemacht. War mal eine Stunde versteckt. Gefühlt. Oh, Basie. Wo ist er? Da ist er. Jawohl, den tauschen wir. Liegt noch ein Lappen. Zwischen die ganzen anderen Lappen. So, okay, dann gucken wir mal, was weitergeht. Tja, die haben sich eine ordentliche Station gebastelt, oder? Das ist ordentlich. Cool, das geht doch nicht. Rauchbombe kriegen wir noch hin. Klebeband ist leider voll. Ich lasse wirklich ungern was liegen, aber jetzt geht's gerade nicht anders. Irgendwie. Tja, jetzt müsste ich nur noch wissen, wo wir hin müssen. Nee. Ellie. Dieses Kind macht mich fertig. Wo müssen wir denn hin? Hier wahrscheinlich nicht, von hier sind wir ja gekommen, oder? Oh, was liegt denn hier noch? Zucker. Nee. Nee. Und dann sind wir hier lang. Wo, hä?
doch durch die Garage da hinten. Ah, guck mal einer an hier. Wo ist eigentlich Ellie hin? Mann. Es ist doch verrückt, Soldaten aufzuhängen. Wenn Leute verzweifelt genug sind, sind sie zu fast allem bereit. Die Leute, die protestierten, sind das die, die uns attackieren? Ich glaube schon. Mal sehen, wo sie hinführt. Ja, will keiner wissen. Pass gut auf, wenn du springst. Einfach rückwärts. Runter, 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 runter. Da sind noch mehr. Los, schnell mit der Tanke. Okay. Hauen wir ab. Ist das ein Penner? Okay. Die haben uns nicht gesehen. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran. Glaube ich. Dann weiter so. Na komm! Tod für die Freiheit. Das Mädchen ist so dürr. Ah, zack. Das Mädchen ist so dürr. Ich dachte, früher gab's genug Essen. Das stimmt. Manche wollten es nur nicht. Wieso denn das? Die Figur. Wie bescheuert. Ellie ist ein richtiger. Könnte meine Tochter sein, ohne Scheiß. Oh, ich glaube, hier kann sie nicht. Ich schaff den Sprung nicht. Wenn du mir raufhilfst, kann ich das Brett bewegen. Warte hier! Mal sehen, wo das hinführt. Was machen die denn da? Ich ertrinke. Was war das denn gerade? Steig auf. Wir gehen durchs Hotel. Okay. Schön. Leg das Brett so hin wie die. Ah, guck mal einer. Wie das stinkt. Ja, verfaultes Holz. Warst du früher oft in Cafés? Oh ja,
andauernd. Und was hast du bestellt? Nur Kaffee. Keine Ahnung, ob wir da hinten auch noch lang sollten. Mal gucken. Vielleicht gibt's hier ja noch irgendwas. Auf jeden Fall starken Pilzbefall. Einiges. Nachricht. Heute Abend geht's los. Wir nehmen den östlichen Kontrollpunkt. Ich habe ein paar Vorräte in den Regal-Apartments versteckt. Sie sind mit einem roten X markiert. Gut. Da gibt's hier viele Pilze. Ach, höher geht's gar nicht. Okay. Kann ich aus dem Fenster springen? Moin. Glaubst du, die Hunter sind weg? Das werden wir sehen. Alles klar, Ellie. Komm runter. Ja. Edel. Ich hoffe, die kann hier stehen. Waren Hotels was für dich? Bevor alles scheiße war, meine ich. Aha. Hier geht's auf jeden Fall. Ich vermisse Kaffee. Hä? Hat er gerade in den Schacht da oben geguckt, oder was? Geldautomat. Hast du dich umgesehen, Ellie? Vielleicht irgendwas Nützliches gefunden? Boah, da liegt doch noch was. Sehr gut. Sehr gut. Sauber. Oh. Nehme Ihre beste Suite, bitte. Was soll das denn? Natürlich. Bringen Sie doch bitte hinauf. Du bist echt eine Marke. Durchgeknallte kleine Zippe. Und jetzt doch. Ellie-Line, kommst du? Okay. Vorsichtig. Und da geht's weiter. Oh Mist! Runter, runter! Wie viele sind das jetzt? 50 sogar. Kein Grund, sich zu beschweren. Ich muss noch den Flur prüfen. Scheiße. Ist doch Quatsch, wir wollen seit Wochen keinen Klicker. Wir sind halt gründlich und wir bleiben auch gründlich. Also packen wir es an, ja? Okay, wie auch immer. 2, 3, 4 Stück. Okay. Gut, aber bevor wir uns darum kümmern, werde ich die Folge jetzt nochmal beenden. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Ciao, ciao.